Moin Leute, ich bin Nico und heute bin ich bei Timex zu Besuch und da probiere ich die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker aus. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Ich stehe jetzt hier mit Ausbilder Gerd Cordes. Du bist auch gleichzeitig der Chef hier vom Ganzen. Was macht denn Timex so besonders? Das ist ja keine normale Werkstatt. Das Besondere ist, dass die Reparaturen darauf ausgelegt sind, dass sie wirklich extrem lange halten. Deshalb auch Timex. Ja, jetzt sind wir hier in einen Raum gegangen. Hier ist es ein bisschen kälter. Ja, genau. Ein bisschen kalt. Was wird hier gemacht? Hier strahlen wir die Autos von unten ab mit Eis, mit Trockeneis. Und hier kann man es sehen, unter dem alten Unterbodenschutz haben wir Rost gefunden. Da ist sogar ein Loch. Das haben wir nur gefunden, weil wir den Dreck und den Unterbodenschutz mit Eis abgemacht haben. Deshalb dieser riesige Aufwand. So, die Autos wurden jetzt sauber gemacht. Was passiert denn eigentlich als nächstes? Dann kommen die Wagen hier in die Karosserieabteilung und dann werden die Löcher zugeschweißt. Und wie das geht, das zeigen wir dir jetzt mal. So, wir sind jetzt in der ersten Station, die ich als Azubi durchlaufen muss. Es geht ums Schweißen. Ich habe dir was vorbereitet, die Tür, wenn wir da mal hingehen. Ja, gerne. Wir wollen so schweißen. Auf Stoß nennen wir das, dass die Bleche so aufeinander liegen, dass es hinterher, wenn es zusammengeschweißt ist, aussieht wie im Original, wie aus der Fabrik. So, dann machen wir das. Das zeigen wir jetzt mal. Am ersten Tag meiner Ausbildung direkt die erste Autotür repariert. So sah das hier vorher aus und so hat der Nico das jetzt gemacht. So, Schweißen habe ich jetzt auch gelernt. Das heißt, die Karosserie ist soweit in Ordnung. Aber ein letzter Schritt fehlt noch. Rostschutz, und da gehen wir jetzt mal hin. Töpfe, die sind mit heißem Fett gefüllt, 110 Grad heiß. Also da am besten nicht reinfassen. Das ist für den Hohlraumschutz. Die Unterböden, die werden geschützt, das kann man hier sehen. Die werden geschützt mit Wachsen aus dem Schiffbau. Jetzt haben wir hier ein fertiges Auto, was den ganzen Prozess durchlaufen hat. Wie lange dauert das denn? 2-3 Wochen, dann ist der Wagen fertig. Aber oft ist es so, wenn der Wagen richtig neu aufgebaut wird, dann dauert das ein halbes Jahr oder sogar noch länger. Als Azubi, wie viel kriegt man davon mit? Schweißt man nur oder ist man da wirklich mit dabei? Man ist mit dabei und kann alle Arbeitsschritte einmal machen.